Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Tomahawk Payne und heute gibt es wieder den Community Talk und zwar anlässlich zur Beta von Call of Duty Black Ops 3 und ich habe dazu drei Gäste heute mit an Bord, die alle die Beta gespielt haben auf der PS4. Zum einen natürlich unseren Stammgast, den Mike aus Mikes Gamer-Ecke. Guten Tag. Dann haben wir das selbsternannte Frei-für-alle-Beast, der auch einige Gameplays, die im Hintergrund zu sehen sind, hier beigesteuert hat, der Teichman. Tachchen. Und natürlich beziehungsweise der wandelnde Call of Duty News-Ticker Fan2 ist auch mit am Start. Hey. Und wir legen direkt los mit einer Frage, die ich in den sozialen Netzwerken Twitter, Facebook mal reingestellt habe. Wie findet ihr die Beta? Und da haben einige Leute sich drauf gemeldet und ihre Meinung kundgetan, die möchte ich jetzt auch mal hier äußern. Wir werden dann im Laufe des Talks auf jeden Fall auch auf die einzelnen Punkte eingehen können, weil es sowieso im Rahmen unserer Planung hier auftauchen wird. Deswegen gehen wir da mal direkt rein. The GameQT schreibt zum Beispiel, dass ihm der Stil immer noch nicht gefällt und das Ganze steuerungsmäßig ähnlich wie Titanfall aussieht und sich anfühlt und dass aber dennoch Potenzial dafür da ist. Ich denke, diese Titanfall-Geschichte werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal aufgreifen. Dicke Seko hat sich auch gemeldet, wobei er das nicht gespielt hat, aber das können wir trotzdem natürlich mal mit einbringen, dass er generell empfiehlt, 2 Monate zu warten und sich anzugucken, wie sich das Spiel entwickelt, da am Anfang sowieso nur positive Rückmeldungen kommen. Ich denke, wir werden heute auch einige negative Rückmeldungen abgeben dazu, weil natürlich nicht immer alles positiv, das muss man sagen. Vom Dominator muss ich ausrichten, dass das Spiel nicht spannend. Das muss ich mal einbauen. Ein Punkt, den mehrere genannt haben, zum Beispiel dieser Fisch und Eist, Problem mit einigen Spezialisten, die overpowered sind, Fragezeichen, stelle ich jetzt mal dahinter, das werden wir gleich erörtern. Dazu einige Features, die von anderen Spielen abgekupfert sind, das habe ich aber auch in einem anderen Zusammenhang schon positiv gelesen, Titanfall, Crisis und so weiter und so fort. Hier der Verdacht, dass, sagt der Eist, dass Call of Duty den Bezug zu ihren Wurzeln verliert. Da werden wir vielleicht sicherlich gleich auch nochmal drauf eingehen. Wir gehen nochmal auf ein paar Facebook-Posts ein, bevor wir gleich über die einzelnen Punkte auch sprechen. Lukas Bucher schreibt, dass einige Perks auf jeden Fall nicht rechtzeitig freigeschaltet werden, zum Beispiel Taktikmaske oder Trophy System. Da ist er einige Male gestorben bei einer Hellstorm-Rakete. Weiß ich nicht, gibt's ein Trophy-System? Ich habe keins gesehen. Warte, gibt's ein Trophy-System? Ich habe keins gesehen. Weiß es nicht, keine Ahnung. Also er hat als Perk nicht als extra. Nee, als Ausrüstung, aber habe ich gar nicht gesehen. Nee, weil er hat geschrieben, dass er von einer Hellstorm-Rakete immer wieder geholt worden ist und dass er später dann mit scheinbar später was freigeschaltet hat, was ihn dann davon abgehalten hat. Oder gut, auf die einzelnen Extras und so werden wir auf jeden Fall. Wahrscheinlich meint er den Perk, ja. Ja, ist man nicht mit Flak Jacket irgendwie sicherer, nicht? Aber ja, irgendwas gibt's wenn doch. Ich hab das sicher. Oder hart verdrahtet oder wie so. Weil ich hatte das öfters, dass ich, wenn ich eine Hellstorm runtergeschickt habe, trotz roten Punkt da dann keinen Kill bekommen habe, obwohl das auf freier Fläche war. Vielleicht wurde dir geklaut, der Kill. Ja. Entweder das oder die haben die Hellstorm dann später auch massiv abgeschwächt. Also die war ja zum Anfang der Beta richtig stark und dann irgendwann mit einem Patch haben sie die ja wirklich dann runtergeschraubt. Das hat man wirklich mitgekriegt. Vorher hat man so 4er, 5er Feeds jedes Mal gekriegt, wenn man das Ding in Spawn reingeballert hat und dann zum Schluss maximal immer 2-3 Mal. Gut, so häufig habe ich die nicht gehabt. Also ja. So gut bin ich auch nicht. Aber gut. André Meyer schreibt, dass das Ganze optisch sehr wie Black Ops 2 aussieht, vom Feeling her aber eher wie Black Ops 1. Kann ich persönlich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Black Ops 1. Finde ich schon ein bisschen die Waffen. Ja, stimmt, da hast du recht, von den Waffen. Gerade wenn man Advanced Warfare sich anguckt, wo ja alles doch eine Stufe Future-mäßiger von den Waffen her aussah und sich gespielt hat, als jetzt bei dieser Beta von Black Ops 3, da stimmt, da war schon einiges angelehnt an alte Waffen, die man da gesehen hat, das stimmt eigentlich. Ja, okay, ich weiß, was er meint, aber für mich ist das sowohl optisch als auch vom Feeling her wie Black Ops 2 oder zumindest daran angelehnt. So, bisschen Prominenz bringen wir noch mit rein hier. Mr. Semtex ist auch eher negativ gestimmt, der hätte gerne Zweiter Weltkrieg wieder. Das ganze Zeug ist ihm alles zu abgespaced, kann ich nachvollziehen.
Der Bandit schreibt, dass Call of Duty zurück ist. Diese These werde ich gleich auch nochmal aufgreifen, weil das ist der Startschuss für unsere Diskussion, habe ich mir zumindest so ausgedacht. Hier, der Last Action Hero sagt nochmal einiges zu den Spezialistenfähigkeiten, die ja auch seiner Meinung nach abgeschwächt werden müssten, und auch Max Hoffmann äußert sich in dem Punkt. Da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen müssen. Ich denke, bei den negativen Punkten, denn wir werden das heute so aufteilen, dass wir natürlich erst auf die ganzen positiven Aspekte eingehen werden, was uns aufgefallen ist, was uns Spaß gemacht hat, was wir gut finden, und danach dann natürlich auch Dinge, die uns ja negativ aufgestoßen sind, wo wir sagen, da muss auf jeden Fall was getan werden, und wir haben natürlich dann hoffentlich auch Vorschläge parat, was getan werden sollte. Die Frage gebe ich jetzt direkt so an euch weiter. Ist Call of Duty zurück? Für mich schon, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich jetzt die letzten zwei Call of Duty, also nach Black Ops 2 habe ich kein Call of Duty mehr wirklich massiv gespielt. Ghosts habe ich, glaube ich, bis Level 28 gespielt. Advanced Warfare habe ich mir schon gar nicht mehr gekauft, weil mir das alles zu nicht so mein Typ war, aber jetzt Black Ops 3, dadurch, dass ich eben Fan von Black Ops 1 und Black Ops 2 bin, habe ich da schon Bock drauf. Und die Beta hat das auch nochmal verstärkt, dass ich sage, okay, das ist ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall näher anschauen werde. Fantu, Call of Duty war nie weg, oder? Ja, ich habe die anderen beiden Teile auch gespielt, hatte da auf jeden Fall auch meinen Spaß. Von daher kann ich da jetzt nicht von zurück sprechen. Aber kannst du nachvollziehen, was er meint? Oder was generell? Ja, klar. Er ist nicht der Einzige, der das sagt. Ich habe viele gehört. Spielt sich schon sehr anders, und da muss man wirklich Bock drauf haben. Und ich finde auch, dass es so eins der CODs ist, die man jetzt vielleicht nicht so krass suchten kann wie andere. Also kann ich schon verstehen. Und ich glaube auch in Sachen YouTube-Präsenz waren sowohl Ghost als auch Advanced Warfare längst nicht so schnelllebig wie die Teile davor. Und wir haben ja selbst jetzt vor den letten Monaten kamen immer noch mehr Black Ops 2 Gameplays und Zeug als irgendwie von Advanced Warfare. Weil da halt die Leute ihre Gameplays erspielen konnten. Ja, ich glaube aber auch, das ist so der Hauptgrund. Ghosts war ja auch gerade so ein Mittelpunkt zwischen PS3 und PS4, sag ich mal, zwischen Last Gen und Next Gen. Und das war vielleicht auch einfach nicht so interessant, weil parallel dazu Battlefield 4 lief, was halt das next-genigere Spiel war, sag ich mal, wenn man die beiden miteinander vergleicht. Weil Ghosts auch auf PS3 wie PS4 gleich ausschaut und sich gleich spielt. Und bei Battlefield 4 denkst du wirklich, okay, das ist jetzt schon die nächste Generation an Shooter. Und Advanced Warfare, glaube ich auch, dass der Unterschied zwischen Konsolen- und PC-Versionen so weit gefächert war. Ich glaube, das Spiel macht einfach auf dem PC, dadurch, dass du eben dieses abgefahrene Movement hast, macht das auf dem PC wesentlich mehr Sinn und mehr Spaß. Kann ich nicht beurteilen, weil die PC-Version relativ scheiße läuft. Also ich habe auf der Xbox gespielt als auf dem PC, weil der Port ist schrecklich gewesen. Ich kann es mir nur vorstellen, dass halt durch das ganze Springen und das Aiming und so, und dass ja viele Waffen darauf ausgelegt sind, aus der Hüfte abgefeuert zu werden und so. Dass ich mir hat schon Spaß gemacht, wenn es mal funktioniert hat, aber mit Maus und Keyboard, dass das, glaube ich, ein bisschen sinnvoller ist. Also ich habe fast nur PC-Gameplay auf YouTube allgemein gesehen, deshalb. Okay. Ja gut, wo du auch auf YouTube rumguckst, ist ja nochmal eine andere Geschichte. So, wir kommen zu den positiven Aspekten auf jeden Fall. Taichi, da frage ich dich jetzt direkt mal, was ist das Ding, was du an dieser Beta nennen würdest, was dir am meisten Spaß gemacht hat oder am meisten Freude bereitet hat? Also ich bin ja erstmal extrem froh, dass es überhaupt eine Beta gibt. Ich meine, ich glaube, ich bin der Meinung, dass es überhaupt noch nie eine Beta irgendwie zu Call of Duty gab. Doch, World at War. Hatte ja, gut. Da sind wir wieder ganz weit zurück in den Wurzeln. Ja, aber seitdem keine mehr. Nein. Genau, und keine Open halt. Ja, keine Open Beta halt. Und man kann halt alles austesten. Also, es war halt wieder dieses Gefühl da, wie damals bei Black Ops 2 oder MB3, ein neues Spiel quasi in Anführungszeichen. Ist ja quasi nur eine Beta halt gewesen. Und man kann halt neu leveln, man kann Sachen herausfinden. Und ich finde, es hat sich halt wirklich wie so ein Black Ops 2 angefühlt. Also. Und so eine Mischung, so eine gesunde Mischung Black Ops 2, Black Ops 1 irgendwie, mit einem halt wirklich neuen Movement-System. Und halt nicht ganz so abgespaced wie AW. Nehmen wir mal das Movement-System auch gleich mit auf. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht. Mike zum Beispiel, der hat jetzt Advanced Warfare nicht gespielt. Also der kann das jetzt nicht so umfassend beurteilen, wie es im Vergleich sich anfühlt. Fantu, wie siehst du das? Ich finde es sehr angenehm, das neue Movement, auf jeden Fall.
gerade auch im Vergleich, wenn man eben das sieht, dass es bei Advanced Warfare ja schon, also wie gesagt, ich will das jetzt nicht negativ nennen, so jedem das so, wie es ihm gefällt. Es gibt genügend Leute, die Advanced Warfare das saugeil finden, da rumspringen, rumdashen, was weiß ich. Mir war das persönlich zu viel, alles zu durcheinander irgendwie. Das ist schön geschmeidig bei Black Ops 3. Ja, es wirkt flüssig. Also man kann jetzt natürlich, ich habe auch schon einiges gelesen, haben Leute gesagt, ja, so dieser Wallrun, der Übergang von dem Wallrun zum Sprung, dabei gleichzeitig anvisieren, um den Gegner abzuschießen, da gibt es wohl die ein oder anderen Probleme, wo man vielleicht mit einem Scuff mehr, weiß ich nicht, Erfolg hat, auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja... Das ist Training, glaube ich auch. Ja, und es liegt halt auch ein bisschen am Controller-Design allgemein. Ja. So, da kann ja das Spiel nichts dafür, dass du halt mit dem Finger runter musst vom Stick. So. Ja, das will ich jetzt auch gar nicht da in Frage stellen. Nee, aber also Scarf ist es auf jeden Fall angenehm, kann ich sagen. Muss sagen, du spielst. Kann ich auch bestätigen. Die feinen Herren hier geben wieder 100 Euro aus für einen Controller. Nein, ja, aber das die wollen ja auch 100 plus Gameplays haben. Haben wir übrigens eins hier im Hintergrund, möchte ich mal anmerken. Hat der Taichi sich angestrengt. Ich finde das neue Movement-System finde ich auf jeden Fall cool. Das Boosten, so ähnlich Destiny angelehnt, macht auf jeden Fall Spaß. Das Wallrun, das macht Spaß. Gerade jetzt das Wallrun habe ich mitbekommen, dass wirklich eine gute Lernkurve drin ist, weil ich gerade in den ersten Tagen halt losgelaufen bin und zum Schluss jetzt Combine, sage ich mal, ist jetzt die Map, die wir, glaube ich, alle am meisten gespielt haben. Hat jeder meist gespielt. Ja, der offensichtliche Wallrun da jeweils links oder rechts, wenn man anfängt zu starten, die große lange Wand, wo ich zum Schluss halt fast immer nur geaimt habe und zum Schluss fast immer beim Abspringen schon einen weggeholt habe, bevor ich überhaupt auf dem Boden angekommen bin. Also das ist eine reine Trainingsfrage, das ist eine Gewöhnungsfrage. Und da glaube ich nicht, dass das am Spiel liegt, sondern das ist einfach bloß, weil du halt so neue Gameplay-Mechaniken hast, die du aus dem Call of Duty nicht gewöhnt bist und dich erstmal dran gewöhnen musst. Ich glaube, dass auch Titanfall-Spieler da wesentlich mehr Vorteile haben werden, weil sie halt eine ähnliche Mechanik schon seit Jahren gewöhnt sind. Da habe ich zum Beispiel halt eine Meinung gelesen, dass Titanfall da wohl besser wäre beim Wallrun. Also ich habe Titanfall nur ganz minimal gespielt. Ich habe da nicht mehr als 2 Spielstunden, deswegen kann ich das nicht beurteilen, wie der Wallrun da im Vergleich dazu ist. Finde ich zum Beispiel nicht, muss ich sagen. Ich finde das bei Black Ops 3 um einiges angenehmer und einfacher. Also du springst an die Wand, läufst an die Wand, läufst an der Wand, springst wieder runter und fertig. Vor allem, wenn und bei Titanfall muss man sich irgendwie drauf konzentrieren. Du bist dann irgendwie immer dabei, dass du dann wieder von der Wand mal runterspringen musst an eine andere Wand, damit du deinen Schwung nicht verlierst und so weiter. Also finde ich da irgendwie schon angenehm bei Black Ops 3. Da sind zwei verschiedene Systeme im Hintergrund. Jetzt bei Black Ops 3 geht es ja vor allem darum, dass du möglichst, dass das halt eine Mechanik ist, um dich zu bewegen und dass du während dem Bewegen nicht irgendwie abgelenkt wirst. Deshalb zum Beispiel, wenn du bei Black Ops 3 während du an der Wand rennst anvisierst, wird er automatisch langsamer, damit du halt präziser schießen kannst. Aber du fällst nicht runter. Ja, das fällt sich runter. Nee, du kannst auch Kreis drücken zum Beispiel, dann geht er ja automatisch zum Beispiel runter. Das sind so Kleinigkeiten, die du dann später taktisch anwenden kannst. Und bei Titanfall hast du aber dieses Momentum-System, wo du halt je länger du läufst an der Wand, desto schneller wirst du zum Beispiel. Und du hast halt, was Phantom gesagt hat, diesen Schwung, den du immer aufrecht halten musst. Und das ist halt bei Titanfall so dieses Einzigartige. Und was ich aber sagen muss, weil ich bei Titanfall cool finde, ist, dass wenn du einen Knopf drückst, dass er sich einfach an der Wand festhält. Das fehlt mir bei Black Ops 3. Das ist eine coole Funktion. Das ist cool. Das fehlt mir. Das ist mir ein paar Mal, gerade bei Combine, wo ich mir vorstelle, es wäre einfach cool, hoch an die Wand festhalten, unten auf die Tür warten, bis einer rausgelaufen kommt. Weißt du? Das fehlt mir. Ja, aber es wäre halt, das wäre wieder taktisch. Jetzt gibt es ja so die Möglichkeit, es gibt genug Leute, die schon Videos dazu gemacht haben, die halt sagen, wenn du die und die Position halten willst, dann machst du halt einen Wallrun über der Tür lang. Jedes Mal kannst du dich ja wieder boosten und wieder zurückspringen und so. Aber ich finde, es ist ein ausgeklügeltes System auf jeden Fall. Es ist ein schöner Mittelweg zwischen Titanfall, was halt extrem schnell ist, und irgendwo Destiny mit den Sprungeinlagen, die halt relativ langsam alle abgehen. Und es bietet halt wirklich wie eine neue, ich will jetzt nicht sagen, dass das total neu ist, aber zumindest doch eine andere Art von Gameplay-Tiefe, weil man eben doch auch andere Möglichkeiten bekommt. Eine sinnvolle Erweiterung. Das ist wirklich eine sinnvolle Erweiterung, die halt noch mehr taktische Tiefe im Endeffekt bringt. Gerade von diesem Moment-zu-Moment-Gameplay, von diesem Sekunde-zu-Sekunde-Entscheidungen, springe ich links, springe ich rechts. Das hat man schon mitbekommen in der Beta, dass die Leute, die dieses Movement-System am meisten ausnutzen und am schnellsten unterwegs sind, dass die teilweise im Nahkampf die erfolgreichsten sind.
Und es gab ja in der Beta 4 Maps, beziehungsweise 3 am Anfang, eine kam noch dazu, wo eigentlich auf jeder Map auch mindestens eine so eine rein für diese Zwecke vorhandene Wand auch da war. Bei einigen Maps war es auch wirklich so, dass einfach die Umgebung, die ganz normale, das ganz normale Map-Layout halt wirklich das ja, schon angeboten hat, dass man hier an der Wand langläuft und dann irgendwo ist halt nochmal eine Plattform hingebaut worden, dass man zwischenlanden kann, beispielsweise, um an die nächste Wand wieder zu springen. Evac war das gewesen. Genau. Das war eine Map, die viele nicht mochten, weil man da so viel runterfallen Ich bin konnte. Da immer runtergefallen auch, aber das ist halt einfach so Beispiel, Übung braucht man dafür. Ich mochte die aber zum Beispiel, weil es halt diese offensichtlichen Routen gab, so das kleine erhöhte Haus und dann gegenüber halt diese das zweistöckige Gebäude, wo die meisten immer oben oder unten drinne gesessen haben. Und hast du halt dieses klassische Call of Duty Gameplay gehabt, wo du versuchst, dich da gegenseitig irgendwo zu headglitchen und irgendwo auszusnipen. Oder nimmst halt das neue Gameplay und rennst halt außen einmal komplett rum mit einem Wallrun und bist sofort dran am Gegner. Das war cool gemacht auf jeden Fall, vom Layout her fand ich das sehr geil. Ja, oder auch bei der bei der Map Hunted, wo du da auf diese Brücke beispielsweise die B-Flagge ist und dann gibt es halt die Möglichkeit, also seitlich an der Brücke an der Wand entlang zu rennen und von oben noch entlang den Wasserfall entlang zu schwimmen. Also quasi davor, also so, da hast du gleich mehrere neue Mechaniken, die da drin sind, weil dieses Schwimmen im Multiplayer ist ja auch ein neues Ding. Der Fantu hat das ja schon eine Weile vor uns auch schon mal ausprobiert. Ich finde auch, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Also man springt rein ins Wasser, man kann sofort die Waffe benutzen und es hört sich zwar lustig an im ersten Moment, gerade wenn da auch andere Gegner irgendwie da unterwegs ist und so, aber du triffst da unten auch und es ist gerade auf dieser Map natürlich auch interessant, weil es viele verschiedene Wege gibt, die du in diesem Wasserbereich dann nutzen kannst. Ich bin gespannt, was da sonst noch an Maps ich kommen hoffe, wird das im so fertigen krass Spiel. Auf eine Wassermap, also komplett Wasser. Das wäre so geil. Wie hieß denn bei Ghosts die eine Zusatzmap? War das nicht das, was bei Ghosts? Doch, bei Ghosts gewesen, das eine Gebäude, was so die ganze Zeit runtergefallen ist. Das war so eine das war die direkt Vorbesteller-Map war das. Vorbesteller-Map, genau. Stell dir mal so eine Map vor, bloß halt komplett unter Wasser. Weil dass du immer runtertauchen musst, um zu den Flaggen zu kommen. Weil wegen auf den Plateaus sind Flaggen und dann, dass du immer bloß auftauchst, Flagge holst und wieder runter gehst. Oder du musst nicht auftauchen auf einer Map. Also mir würde es schon gefallen. So unendlich schon Luft cool, und dann nur unter Wasser. Ja. Das wäre nice. Das wäre cool, ja. Da muss ich gleich nochmal einhaken. Auftauchen muss man ja, weil man kann nicht unendlich Luft anhalten. Ich finde, dass irgendwie da eine Anzeige oder sowas fehlt. Ja. Also, ich meine, klar, man kriegt einen Hitmarker. Also kriegt einen normalen Hitmarker. Ja, das weiß ich. Ich habe mich im ersten Moment umgedreht. Wo hat er mich jetzt getroffen? Wo ist da einer? Und dann war ich schon beim zweiten Hitmarker. Visuell nochmal differenzieren oder irgendwie so ein Geräusch, so ein Erstickengeräusch oder sowas bekommen. Ja. Oder echt eine ganz simple Anzeige. Ja. Wie Pain jetzt mal. Ja. Ich glaube, das wird schon funktionieren. Nochmal zum Movement, es wurde ja auch schon in einer von den Kommentaren hier gesagt, dass da aus vielen Dingen da was zusammenkommt. Wir haben das ja nicht nur beim Movement, sondern auch bei diesen Spezialisten, wo wir gleich sicherlich dann auch nochmal einiges zu sagen werden, dass man sich da sicherlich von Titanfall eben und auch von Destiny und natürlich auch von Advanced Warfare oder Borderlands wirklich so ein paar Sachen einfach rausgepickt hat, wo man sagt, okay, das sind die Dinge, die Spieler bei diesen Spielen geil finden, warum mixen wir es nicht zusammen und versuchen das im Call of Duty Stil unterzubringen? Und ich glaube, wenn das Vorhaben war, dann ist das eigentlich sehr gut gelungen. Ja, auf jeden Fall. Also die Fähigkeiten machen alle durch die Bank weg, machen eigentlich Spaß. Die verschiedenen, also ich konnte nicht alle spielen, weil ich eben nicht so viel gespielt habe, aber die ich gespielt habe, durch die Bank weg. Haben mir die Spaß gemacht. Das war jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, okay, das ist jetzt komplett sinnlos oder so, sondern halt wirklich sehr situationsabhängig. Aber größtenteils haben mir die alle Spaß gemacht. Ja, sehe ich auch so. Also da werde ich gleich reingrätschen, wenn wir zu den negativen Aspekten kommen, weil da gibt es sicherlich einiges, was man da nennen muss. Taichi, wie ist das bei dir? Was hast du da am liebsten gespielt bei diesen Spezialisten? Wir wollen jetzt nicht hier alle aufzählen. Die Leute, die das Spiel selbst gespielt haben, wissen, welche es gibt oder zumindest in der Beta zur Verfügung waren. Jeder, der das jetzt nicht gespielt hat, der sollte sich da mal auf COD Infobase oder sonst irgendwo mal die Sachen angucken, weil das macht jetzt keinen Sinn, wenn wir jetzt alles da einzeln aufdröse. Also ich fand auf jeden Fall am coolsten so den Vernichter, das ist so eine Einschusspistole. Ich glaube 10 Schuss hat man dann. Das war diese Asiatin. Genau, die Asiatentante da. Und ist so ähnlich wie bei Destiny, ich weiß nicht, Mike. Goldene Kanone, ja. Goldene Kanone. Und da kann man halt mit einem Schuss halt den Gegner wegsneaken und das ist
schon cool, sag ich. Ein paar coole Szenen auf jeden Fall auch. Sieht man vielleicht auch im Gameplay, keine Ahnung. Was ich noch cool fand, halt Sichtpuls, dieses durch die Wände sehen, da sagen ja viele, ja gut, das ist wieder so okay, so Wallhack, aber gibt's ja auch Perks dagegen, also... Ich finde auch bei dem Sichtimpuls ist es allein dadurch gebalanced, dass du halt diesen riesigen roten Kreis auf der Minimap hast. Ja. Das hat nicht jeden. Was heißt riesiger roter Kreis auf der Minimap? Ja, der Sichtimpuls ist ja ein einmaliger Impuls. Ach so, du meinst, ach so, und ja, du hast auf der Minimap hast du ja diese zwei roten Kreise, und wo du halt weißt, wenn ich da jetzt reinrenne, werde ich auch rot markiert, und man sieht das auch, wenn man markiert ist. Also allein dadurch ist das gebalanced, weil wenn du siehst, du bist markiert, kannst du auch abhauen. Du musst ja so habe ich eigentlich auch mal gemacht, nachdem ich das gerafft habe, dass warum leuchte ich rot, so, oh, da sieht mich jetzt einer, dann sollte ich vielleicht nicht irgendwie den nächsten Gang entlang gehen oder zur Tür raus und sowas, weil das sind ja genau die Spots, wo man eigentlich drauf wartet, wenn man selbst den Ping benutzt. Aber finde ich persönlich auch relativ nützlich. Was ich natürlich hervorheben muss als schlechter oder schwächerer Spieler, diese Fähigkeit, glaube ich, auch von der Asiatin da, dass man, wenn man die Fähigkeit einsetzt, mehr Punkte bekommt. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob es doppelte Punkte sind. Teilweise kriegst du doppelte Punkte, teilweise kriegst du irgendwie 30% mehr Punkte, glaube ich. Auf jeden Fall werden dann halt die Punkte blau angezeigt, und das wird dann halt so, man kriegt richtig viel Punkte. Ich habe das zum Beispiel im Herrschaftsmodus wirklich ausnutzen können und da dann auch wirklich hohe Streaks damit erreicht, ohne dass ich da jetzt voll abrasiert habe, sondern einfach so Flagge eingenommen, zwei Kills gemacht, nochmal eine Flagge eingenommen, zack. Reicht. Ja, kann ich auch sagen, die habe ich zum Beispiel am meisten gespielt. Und ich habe in einem Herrschaftsspiel in der ersten Runde einen 4-3 gespielt. Hab in der nächsten Runde den Bonus angemacht. Ich glaube, zwei Flaggen eingenommen, da hatte ich eine Talon, was normalerweise eine 10er Killstreak ist. Ja, und das finde ich ganz gut, einfach für schwächere Spieler. Zum einen sind diese Spezialistenfähigkeiten sowieso ja auch ein Anreiz für schwächere Spieler, auch mal irgendwas zu erreichen, wenn man ansonsten Probleme hat, irgendwie Streaks zu kriegen, weil dadurch hast du ja auch irgendwie so dein Special, sei es jetzt irgendwie diese Haken, die er da im Boden reinhaut, oder eben dieser Colt oder diese goldene Pistole, wie auch immer, oder auch später den Maschinenpistolenarm und keine Ahnung, gibt's ja einiges. Also da hat man ja auch was davon, auch wenn man, ich glaube, das lädt sich auch automatisch auf, man muss nicht mal Kills dafür machen. Das lädt sich automatisch auf. Das finde ich zum Beispiel ist ein Negativpunkt, aber das können wir ja später noch ansprechen. Aber ist halt sehr langsam. Von Fähigkeit zu Fähigkeit unterschiedlich, bin ich aber der Meinung. Ne? Also ist jetzt, es auch, Die Wiederbeleben-Fähigkeit, die lädt sich wesentlich schneller auf als meinetwegen die Battery der Granatwerfer. Es gibt ja auch einen Perk, wo du dann irgendwie einen Vorsprung hast, glaube ich, dass das bei... Es gab Übertakten, dass deine Fähigkeit sich schneller auflädt, und dann gab es Anzahlung, das ist quasi das neue Hardliner, wo du halt mit einem gewissen Punktewert anfängst, was ich aber nicht ganz verstanden habe. Ich glaube 25 Punkte, also mehr waren das, glaube ich. Ne? Manchmal waren es 50, manchmal waren es 25, manchmal waren es 75. Das ist voll ganz 75. Komisch. Ja, aber ich habe es auch nicht ganz durchblickt. Aber generell diese Spezialisten-Dinger ist ja eigentlich so schon viel bei Destiny abgeguckt. Ich meine, Mike, du bist der Destiny-Spezialist hier. Das ist ja eigentlich genau das gleiche wie die Spezialfähigkeiten von den einzelnen Destiny-Spielfiguren. Richtig. Also da gibt es ja sogar 1:1 übernommen. Ja, und das hat mich manchmal richtig schön gefickt, weil ich nämlich von Destiny ganz genau, dadurch, dass ich halt hunderte Stunden mit dem Scheiß gespielt habe, weiß ich ganz genau, wie die Radien sind von den Fähigkeiten, was für eine Reichweite die haben. Und bei Destiny gibt es halt den Sturmangriff vom Titan, was jetzt dasselbe ist wie die Gravity Spikes von Black Ops 3, also wo er diese beiden Spitzen in den Boden rammt und dann ist halt eine Schockwelle um ihn herum und es killt alle. Und die von Titan in Destiny ist halt relativ klein. Und die Gravity Spikes, die sind übertrieben groß, der Radius. Und es hat mich jedes Mal erwischt, weil ich dachte, ich bin so auf Destiny-Reichweite. Okay, das wirst du jetzt überleben, springst du kurz zurück, holst du dir dann. Ein Scheiß, hat mich jedes Mal gefickt. Einfach, weil ich so in Destiny drin war in dem Moment. Ja, dann musst du halt dir vor Augen rufen, dass du nicht Destiny spielst. Und dann natürlich so jetzt der Vernichter, der Revolver, wie die goldene Kanone. Das Wiederbeleben ist in Destiny wesentlich langsamer und anders geregelt auch als jetzt der Reject von Black Ops 3. Da gibt es einen Aufschrei durch die Community bei diesem Reject, das weiß ich. Ja, also die haben sich definitiv inspirieren lassen von den ganzen Geschichten. Auch die Tripmines, die du werfen konntest, das schaut 1:1 wie bei Destiny die Tripmine vom Jäger aus.
Der hat genau so eine Fähigkeit, bloß dass er halt bloß eine davon werfen kann. Und Spectre erinnert total an diesen Zero oder wie der heißt aus Borderlands, finde ich. Ja, ja. Auch die andere Fähigkeit von dem Roboter, diese Psychose. Genau so eine Fähigkeit gibt es bei Borderlands 2 von dem Zero auch. Der konnte das auch machen, dass er so Geister vorgeschickt hat. Ja, das aber Wanderhaar suchtet ja auch Destiny. Hm. Ich weiß, der hat irgendwie 1200 Stunden oder so. Der erzählt jedes Mal, dass er seine Charaktere löschen will und dann macht das doch nicht. Ja, klar, aber ich find's halt cool, weil das ist so eine typische Art von Call of Duty, dass sie halt andere aus anderen Spielen Elemente nehmen und bei sich irgendwo integrieren, aber auf die Call of Duty Art. Und es dadurch irgendwie anders oder besser machen. Aber ich sehe das jetzt auch nicht so, ja, das ist jetzt übelst abgezogen und das haben sie da kopiert und so, sondern ja klar, wenn es dem Spiel zuträglich ist, warum nicht? Ja, ich meine, wenn jemand negativ eingestellt ist, dann würde ja, das dann kann natürlich man den sagen, eh nicht umstimmen, aber oder? Dann, wie gesagt, wenn es gut umgesetzt ist, wenn es jetzt schlecht umgesetzt wäre, dann kann man das natürlich als Kritik bringen, aber so sage ich mal, ja, die haben sich inspirieren lassen und haben das, soweit ich es beurteilen kann, auch gut umgesetzt. Ansonsten, was man auf jeden Fall bei den positiven Aspekten auch nennen muss, einfach, ich fand generell den Ablauf der Beta, wenn wir jetzt mal so uns jetzt nicht in die Tiefe gehen, sondern mal rein oberflächlich, der Ablauf war eigentlich ganz gut getaktet alles so, die haben dann zwischendurch immer wieder mal mehr freigegeben, so jetzt könnt ihr nochmal 10 Levels weiterspielen und habt nochmal ein paar andere Waffen bzw. Spezialfähigkeiten oder Killstreaks, die ihr zur Verfügung habt, die man quasi erst am Ende, hier Mutterschiff zum Beispiel konnte man erst ganz am Ende spielen oder ich hätte gern zum Beispiel das Tomahawk noch freigeschaltet, habe ich nicht mehr geschafft, weil das bei 41 das, ja? erst kam, hätte ich gern noch gespielt, habe ich dann leider nicht mehr geschafft, aber so gab man quasi dem Spieler immer so Stück für Stück ein bisschen mehr, auch wenn es eigentlich nur 5 Tage oder 6 Tage lief, diese Beta, war die doch recht gefüllt und da habe ich schon andere Betas gespielt, die einfach nur, ja, deutlich weniger geboten hat. Ich meine, wir hatten zwar in Anführungsstrichen nur 3 Maps am Anfang, aber das ist schon ein großer Prozentteil eigentlich von der finalen Mapzahl. Und dann die Anzahl der Spielmodi war natürlich auch eine Menge. Andere hätten nur Team Deathmatch vielleicht angeboten oder noch einen zweiten taktischen Modus, aber nicht so viele. Da hast du da auch Sprengkommando, Capture the Flag, Suchen und Zerstören und am Ende geben sie uns noch Uplink und dann einen komplett neuen Spielmodus, den ich persönlich auch ganz cool fand eigentlich. Ja, der war ja auch sehr experimentell, da haben sie ja auch von vornherein gesagt, so wir packen den rein, wir wissen nicht, wie es funktionieren wird, wir probieren es halt mal aus. Ne? Was denkst du, Phantom, werden wir den sehen im finalen Spiel? Ich denke schon, ja. Der Taichi hat auch Spaß gehabt damit, ne? Ja, mal schauen, was da noch gemacht wird. Was mich jetzt im Moment noch stört, ist, dass zu wenig Objective gespielt wird, dass die Leute den Roboter teilweise sogar irgendwo stehen lassen, damit dann irgendein Eingang versperrt ist für Sniper-Clips und so. Und es wird nur auf Streaks gegeiert und ja, ein bisschen zäh teilweise noch. Aber an sich eine gute Idee. Kann ich mir vorstellen, dass das Gameplay, was im Hintergrund, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade läuft, irgendwo läuft halt dieses 100-plus-Gameplay von Taichi aus diesem Spielmodus Geleitschutz. Hast du das gemacht, was er gerade gesagt hat? Ich wollte schon halt auf Streaks gehen. Ja, genau. Aber das ist ja dieses, man kommt ja mal in diese Verlängerung. Also man spielt ja 5 Minuten eine Runde und muss halt diesen Roboter bis ins Ziel geleiten quasi. 4 Minuten und meinst du, oder? Nee, 5 Minuten. In 5 Minuten kann man schon eine Menge machen, sag ich mal. Gerade auch wenn, sag ich mal, 6 gegen 6 dann und dann kriegt man halt seinen Streak schnell. Es sind ja auch feste Spawns, also so wie bei Sprengkommando. Ist genau, da muss vor allem was gemacht werden. Dieses Spawn-Trappen, auch schlimm. Ja, vor allem schon in TDM, auch schon. Wo normalerweise echt die verrücktesten und unkompliziertesten Spawns sind, sage ich mal, wo man eigentlich nie Probleme mit Spawn-Trapping hatte, hat man im Team Deathmatch auch gehabt. Und nicht aus seinem Spawn rausgekommen ist, gerade auf Combine. Ich hoffe, die haben schön viele Daten gesammelt zu den Spawns. Alle wurden die ja sogar gepatcht. Ja, die haben ja zwischendurch, das hast du dann auch mitbekommen, dass sie schneller gesprungen sind nach dem Match. Aber bei Combine war es dann halt trotzdem das Problem, und es liegt, glaube ich, eher mit dem Map-Layout zusammen, dass man halt diese 3 Bahnen einfach bloß hat. Die ist ja auch relativ klein, die Map. Also da muss man halt dann doch wirklich noch neue Spawn-Punkte einbauen, auch wenn dann wieder alle jammern werden. Aber ja, das Problem ist halt, dass die Map so klein ist, dass ich glaube, dass es dann nur noch chaotischer wird mit den Spawns. Weil Bodenangriff. Ein bisschen das neue Nuketown. Ja. Ich glaube wirklich, dass das neue Nuketown so wird. Ne? Na gut, wir haben ja noch nicht gesehen, was sonst noch so gibt. Ja. Vielleicht, wie gesagt, Unterwassermap, noch eine kleinere 45. Map. Ja, welchem Jahr spielt das Spiel überhaupt?
Das habe ich jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf. 5 Jahre oder 10 Jahre nach Black Ops 2, glaube ich. Also so weit und in die Zukunft geht es gar nicht, weil... Nee, Black Ops 2 war man merkt das auch von den Waffen her. So. Und Black Ops 3... Ich glaube, es ist jetzt 55. Ja, so nicht 20 Jahre maximal, glaube ich. Waren es irgendwie... Auf jeden Fall in Sachen Zukunftsmechanismen oder sowas haben wir halt natürlich, wie gesagt, das Movement oder halt auch die ein oder andere Killstreak. Was ich zum Beispiel ganz cool fand, ist, dass man quasi zeitgemäß, wenn man das so sagen will, gibt es jetzt keine Hunde mehr, sondern es gibt jetzt elektrische Explosiv-Stachelkugeln, die vom Himmel fallen und dann eigenständig durch die Map fahren. Viele Leute nerven die Dinger jetzt schon, kann ich auch nachvollziehen. Wir fanden das eigentlich immer ganz cool im Spiel und ein Kollege von uns hat die Dinger immer dabei gehabt und dann immer wieder gerufen, Fußbälle, Fußbälle kommen. Und dann kamen die Dinger und haben alles weggeschossen. Also, oder auch nicht alles weggeschossen. Das war immer so ein Zwiespalt. Entweder die rasieren total oder gar nicht. Black Ops 3 ist das Jahr 2065, 40 Jahre nach den Events von Black Ops 2. Also 40 Jahre. Ja. Aber die Raps fand ich cool, die Bälle, weil die auch wieder schön gebalanced sind. Wofür stehen die Buchstaben? Weiß man das? Weiß ich gar nicht. Rausfinden? Ich habe auch keine Ahnung. Roboter autonom irgendwie so. BO3, wenn es jemand weiß, kann das ja in die R.A.P. Gut, aber ansonsten bei Killstreaks, was würde man da noch positiv hervorheben? Ich fand den Geist recht stark. Das ist dieser neue Tarnhelikopter, wenn man so will. Der hat so rausgehauen. Geist war Robotic Anti-Personal Sentry Drones. Ich muss auch sagen, dass mir die Vorräte irgendwie wieder gefallen haben. Gerade mit Technika, dann konnte ich halt zweimal auswürfeln und hatte dann, glaube ich, einmal eine Hellstorm und dann habe ich die Vorräte nochmal ausgewürfelt, hatte ich nochmal eine Hellstorm oder einen Geist oder so. Dann, ja. Ich bin auch großer Freund der Vorräte, weil wieder gleiches Thema, schwacher Spieler und so, hohe Scores eher selten, aber ich hatte mehrfach diese Raps da in der Kiste drin und auch mal einen Geist und hier mal dies und jenes. Das ist ganz gut, gerade auch mit Technika, das stimmt. Was ich ganz cool finde, weil ich eigentlich immer so ein Spieler bin, der Luftunterstützung hält, extrem runterschießt, ist, dass das Konter-UAV und das normale UAV tatsächlich jetzt unterschiedlich aussehen. Dass man tatsächlich gezielt runterschießen kann, was ja bei Black Ops 1 zum Beispiel das Problem war, dass die beiden komplett identisch ausgesehen hatten und man immer auf gut Glück gehofft hat, jetzt das Konter-UAV zu erwischen. Und wie mit der Stinger. Und die schauen halt wirklich unterschiedlich aus. Und auch, dass man halt den Hater, also den neuen Orbitalsatelliten, dass man den halt auch runterschießen kann. Einer ist im Wasser. Ja. Das finde ich aber ein bisschen komisch eigentlich, weil es ja eigentlich Orbitalsatellit ist so. Ist ja nee, Orbital. Ist er ja nicht mehr. Ist ja nicht mehr. Heißt ja jetzt Black Ops 2 mal. So das ist halt das Ding, weil wenn jetzt schon die ganzen YouTuber anfangen vom Orbi zu sprechen, dann bürgert sich das automatisch bei den Leuten ein. Dabei haben sie ja eigentlich den Namen so in Anführungsstrichen cool gewählt, damit man vielleicht sich das auch irgendwie besser einbringen kann. Hater ist er sagt vor allem auch Hater. Er sagt ja nicht HATR oder so. Ja gut, das wäre ja blöd. Dann Hater inbound oder so. Ja, die sagen doch auch Raps. Die sagen ja auch nicht. Macht ja Sinn. Kommen. Nee, aber das ist ja... ist ja eigentlich was, wo man erwartet hat, okay, Black Ops 2 gab es verschiedene Streaks, wir hätten manche gerne wieder und vielleicht von dem einen oder anderen irgendwie eine Weiterentwicklung. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch. Es gibt ja auch diesen fahrenden Roboter, Cerberus, das haben wir doch auch gehabt in Black Ops 2, oder? Ja, AGR. Ja, genau, AGR, ich wusste den Namen nicht mehr. Also, so, da finde ich das eigentlich ganz gut. Weiß man, was die allerhöchste Streak am Ende sein wird? Ist das dieses Mutterschiff oder geht da noch was drüber? Das Mutterschiff, genau. Aber da ist noch ein Fragezeichen nach Mutterschiff. Ja, gewesen. Aber es war nach Mutterschiff auch schon mal mehr Fragezeichen in einer anderen Version, ich glaube auf der E3. Weil ich sehe gerade Bilder. Das heißt, alles, was noch nicht ausgefüllt ist, hängt einfach ganz hinten. Das heißt, da werden dann Punkte zugeordnet und dann wird das Ding irgendwo in der Mitte eingeteilt. Das wird irgendeine Streak sein, die halt direkt auf den Singleplayer irgendwie anspielt. So wie die Dings wie aus Black Ops 2, die Drohnen, die du werfen konntest. Den gibt es ja auch wieder sowas ähnliches. Dart hieß das Teil, das konnte man auch in die Luft werfen und fliegen. Ja,
Da fehlt mir, da hätte ich gerne eine Funktion, dass man den einfach fliegen lassen kann und nicht selbst steuern muss. Ich meine, ich finde es cool, dass man, da waren die Maps jetzt einfach nicht drauf ausgelegt, dass man halt, während man fliegt, noch wen anders abschießen konnte, bevor man das Ding explodieren Ich habe lässt. das Ding immer nur an die Wand geworfen. Ja, Also das das war eben bei auf Combine, dann macht das Ding keinen Sinn, weil die Map einfach zu klein ist und zu schwer zu navigieren. Aber das stimmt, weil es gibt einige Streaks, wo eben genau die Möglichkeit da war, dass man eben auswählt, steuere ich selbst oder lasse ich es fliegen. Ja. Wobei ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht kann der Fantu was dazu sagen, dass wenn man das alleine machen lässt, hat man eher weniger was davon, als wenn man selber sich dahinter klemmt. Was ja irgendwie auch natürlich ist. Also ich habe Keine die Ahnung. Dings, ich habe die Talon-Drohne, also ich habe den, wie heißt der, neue AGR, Cerberus, den habe ich gespielt. Der ist, wenn man den selbst steuert, echt aggressiv, richtig Ich krass. habe Und das wenn ganze der, Zeug gar nicht getestet, so ja, wenn richtig. der alleine rumfährt, ist halt so, dass du halt eine KI dahinter hast und die braucht halt, bis sie dich anvisiert. Die ist nicht so instant auf dir drauf und macht dich kalt, sondern du hast halt echt Möglichkeiten, dem Ding auszuweichen und irgendwie um es herumzurennen. Aber wenn du den selbst steuert, ist der richtig krass. Und die Talon war genau das Umgedrehte. Da hatte ich mehr Erfolg, wenn ich das Ding auf Autopilot hinter mir herfliegen habe lassen. Da habe ich mehr Kills mitgemacht, als wenn ich das Ding selbst gesteuert habe. Weil wenn du selbst steuerst, ist das Maschinengewehr, was das Ding hat, extrem schwach. Also du brauchst echt 5, 6 Hitmarker, um einen zu treffen. Und dann gerade bei dem neuen Movement ist es halt echt schwer, mit der schwachen Sensitivität von dem Ding irgendwie dem Gegner zu folgen. Aber da fand ich es genau umgedreht. Auch Aber sagen, also insgesamt fehlen mir halt so ein bisschen diese Streaks, die du einfach so anmachst und die arbeiten dann für sich selbst. Also es war sehr viel dabei, was du wirklich selbst steuern musst, ne? Oder wo du halt auf einer Stelle irgendwo verbleiben musst für einen Moment. was, also außer dem Dart und dem Ne, Hellstorm, den was denn noch? Dart, Hellstorm, den Schlag. Dingsschlag, Blitzschlag, den musst du ja Ja gut, aber anwählen, den den setzt er ja nur kurz. Bombendings musst du selbst anwählen. Ja, aber vielleicht bin ich es auch einfach von Black Ops 2 so gewöhnt, weil ich halt immer diese Drohne zum Werfen hatte. Da hatte ich einen Tarnorbi, Tarnheli da, der alles sehr alleine gemacht hat. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Escort-Drohnenmäßiges Ja, dazu. das hoffe ich. Hoffe Ja. ich. Hat bei MW3, die hat Spaß gemacht, die Escort-Drohne. Ja, aber ich Wobei meine, man wenn. schon auf einem Bild ein Geschütz gesehen hat. Also vielleicht ist die Ja. eine Streak auch Das wirklich fehlt auf das jeden Fall Geschütz. noch. Kann man sagen, dass der Wächter extrem krass war, wie viel der ausgehalten hat, wie viel man auf Das den stimmt. ballern musste, bis der Wächter kaputt war gegangen heftig. ist. Aber Ja. fand ich immer schon coole Streak Fette einfach. Reichweite vor allem. Ey, du bist echt früh gebrutzelt worden. Das war bei Black Ops 1 war das einfacher, dem Ding auszuweichen. Aber wie gesagt, wenn du jetzt beispielsweise spielst mit Drohne, Geist und Raps, Ja. kannst du doch drücken. Also wenn du das Ja. schaffst, diese Ja, Streaks ja. zu erspielen, Ja, dann wenn du drück. sie kriegst. Ja, Also die ich meine, Möglichkeit du. für jeden Spielstil ist, denke ich, da auf jeden Fall was dabei. Ja. Ja, ich hatte auch den Dings einmal, also den Roboter hatte ich mal aus der Vorräte gezogen. Der Wobei der war. ja nicht so geistern soll. Nee, Ich hab der dann. ist halt, ich glaube, da ist aber auch die Den habe KI ich da gar nicht dran schuld, gesehen. weil ich habe den auf Combine auf Verteidiger gepackt und dann war das der Asporn, glaube ich. Ich habe Also, wo ganz du. allgemein gelesen, also ich habe ihn auch nicht selbst getestet, Ja. aber ich habe gelesen, dass er halt noch kaputt ist, dass er manchmal einfach nicht macht, was er Ja, soll und die Gegner ich nicht musste angreift, wirklich sondern. 4, 5 Mal draufdrücken, bis er halt wirklich diesen Verteidiger-Modus gemacht hat, dass er echt mal da stehen geblieben ist und mir nicht hinterhergelaufen ist. Ja, da müssen wir mal Ja. warten, wie der Ja. funktioniert, wenn er gepatcht ist. Ja. Also, Kann sinnvoll man finde ich es auf jeden den Fall, noch selber weil. steuern, oder? Ja, den kannst du auch so. Nee, den kannst du entweder auf Folgenmodus machen, dass er dir Okay. halt die ganze Zeit hinterher rennt oder vorläuft, oder halt auf Verteidigen, dass du den auf irgendeine Flagge oder auf irgendeine kleine Tür setzt oder so und dann bleibt er da halt stehen. Und da hat er bei mir auch schon mal ein Quadfeed hingehauen. Also das war nicht schlecht gewesen. Das war aber Combine gewesen. Also die sind alle gespawnt gerade. Er hat halt draufgehalten. Ja, da muss Okay. es auch mit dem Okay. Taylor noch irgendwie einen Bug geben, dass der Ja. nicht erkannt wird als, wie sagt man, also als Spawnblock. Das heißt, du kannst mit dem Taylor anscheinend direkt in den Spawn gucken und kannst Ja, einfach das war ja bei Dauerfeuer Dings, geben das und die war spawnen ja. direkt vor dir. Ja, das war ja bei Black Ops 2 ganz am Anfang. Das mussten die auch erst patchen. Das haben die erst nach ein paar Monaten gepatcht, weiß ich, weil ich bei Black Ops 2 damals immer mit der AGR in den gegnerischen Spawn reingefahren bin und da alles weggeholt habe und die hatten keine Chance.
Aber da ist ja auch so eine Beta natürlich ganz gut, um eben solche Dinge frühzeitig schon zu erkennen, auch durch die Rückmeldung von Spielern und eben Dinge da zu ändern. Ich meine, dass man in so einer Beta dann halt mal irgendwie, so wie diese Geschichte da mit Hundeabschuss und sowas, wo dann ein Buchstabe oder so fehlt, so Kleinigkeiten sind ja jetzt harmlos, sage ich mal, aber generell ist das natürlich von Vorteil. Das ist ja auch der Grund, überhaupt so eine Beta zu machen. Was gibt es denn sonst jetzt noch für positive Aspekte, die ihr unbedingt noch genannt haben wollen würdet? Oder wollen wir uns schon noch, dem ganz allgemein? Ja, Map Design, dass man wieder das schöne Map-Design hat von Treyarch. Ja, das ist ja. Ich muss dem zustimmen, ja. Objective. Drei-Wege-System. Halt, ja, Drei-Wege-System, würde ich gerade sagen. Drei Lanes, eine durch die Mitte durch und dann oder die Waldfee. Ich finde, dass diese Hunted Map fand ich überragend, einfach weil die so viele verschiedene Aspekte hatte, dieses Schwimmen, dann Haus, Brücke, ja. Tunnel, also da gab es wirklich alles Mögliche, fand ich sehr cool. Oder auch diese Schneemap. Also, die ist geil. Wobei Stronghold mich irgendwie gestört hat, ein bisschen, ist nicht viel, dass man diesen rechten Weg oben durch diesen Bunker, dass man da quasi nicht nochmal irgendwo zwischendrin die Möglichkeit hat, zu B zu kommen, sondern einmal komplett außenrum hinten das laufen fehlt, muss. Das fehlt, das aber auf der anderen Seite hat das ja auch den Sinn so, ne? Dass, dann gibt es bei B nur die Möglichkeit über die Haus, über das Haus in der Mitte. Das finde ich aber wiederum schon wieder doof, weil das wäre eigentlich relativ sinnvoll, wenn man da aus dem Bunker nochmal raus und dann halt direkt auf B könnte oder so. Aber ich fühlte mich da immer so ein bisschen ausgesperrt, sage ich mal. Und ich finde, dass die Flagge insgesamt ein bisschen scheiße lag, sage ich mal. Da so direkt offensiv an der Kante und dann auch allgemein alle. Ich habe nie, halt fast wieder nie Leute gesehen, die nicht an diesen beiden Kanten eingenommen haben. Ja, das ist es eben. Du hast halt offensichtlich gesehen, auch bei Combine zum Beispiel, auch wo halt diese eine Kante war, wo du wusstest, okay, das ist jetzt genau der Spot, wo die Entwickler wollen, dass du dich hinlegst, damit du Deckung hast. Ja gut, aber das ist ja auch sinnvoll, dass sowas gibt. Du hast auf Hunted, auf der B-Map zum Beispiel null Deckung. Da stehst du voll auf dieser Plattform da, bei dem Wasserfall und kannst vom Wasserfall geholt werden, vom Fenster oben, von beiden Seiten, von der Brücke. Das ist ja Standard. Das ist ja mittlerweile Standard für Call of Duty, dass die B-Flagge immer so offen ist. Deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn es da so kleine Spots gibt, weil da kann man das dann auch wirklich ausnutzen, gerade wenn man alleine irgendwas einnehmen möchte. Hm. Also ich habe oft B alleine eingenommen. So. Ja, weil ich da positiv anbringen kann, einfach mal das Sounddesign und so das Audiodesign und wie man diese Medaillen kriegt. Ich fand das immer sehr geil, wenn man irgendwie auf der Flagge einen Verteidiger-Kill gemacht hat und irgendwie aus der Luft gefischt hat und dann immer bam, 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 fünf oben irgendwie diese fünf Medaillen, wie sie da reingeballert kamen und dann übelst episch und so. Und allgemein das ganze Sounddesign fand ich sehr geil, auch wirklich cool gemacht. Na, da muss man auch noch hinzufügen, dass es, glaube ich, so ein bisschen von Black Ops 1, glaube ich, auch mit ist. Also wenn man zum Beispiel ein Level aufsteigt und so, kann ich mich daran erinnern, ist dieselbe Musik. Also das soll ein Rock-Solo, so ein Rock-Jam erstmal kam. Ja, man hört auch manchmal diese Zombie-Melodie nach den Runden. Mhm. Ist auch cool. Ja, und nee, das fand ich halt schon bei Sound sehr cool, ja. Ich muss aber auch sagen, dass generell so Soundhuren schon funktioniert. Also wenn man jetzt, ich hatte ja glaube ich Totenstille ausgerüstet mal. Mhm. Und gerade auch jetzt Versuchen und Zerstören und dann so. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Da macht es dann halt wieder richtig Sinn, war das auszurüsten. Ja. Und da muss ich sagen, haben sie wieder. Bei Black Ops 2 war es ja nicht ganz so doll, aber bei Black Ops 3 jetzt, also kam mir schon fast vor wie Ghost so ein bisschen. Da war ja auch die Sound Engine gut. Da war es brutal, ey. Da konntest du Leute 15 Meter durch die Wand hören. Das war top. Das weiß ich. Damit Spezialist und irgendwie 8 Perks drin oder so und dann mit diesem Markierer-Perk irgendwie noch mit da drin und so. Ey, was du da durch die Wände hören könntest, das war schon extrem. Ja, aber das insgesamt hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben am Anfang natürlich voll auf die Fresse bekommen. Also die ersten 2 Stunden, da ging gar nichts. Da bist du irgendwie nur 1:1 irgendwo gegangen und 17:20 und was weiß ich nicht. Ja, aber das wurde natürlich dann später irgendwo besser. Seit diese Lernkurve. Ich habe falsch gemutet, glaube ich. Also ich habe am Ende immer noch aufs Maul gekriegt, aber man hat eine Lernkurve gesehen und das ist zum Beispiel was ich bei Advanced Warfare gar nicht so wirklich gemerkt habe. Ich kam mit der Steuerung anfangs nicht klar und ich kam später auch damit nicht klar und habe somit da wirklich überhaupt nichts gerissen. Da habe ich wirklich nicht mal die niedrigen Streaks erreicht. Und hier bei AW ist halt einfach mega chaotisch. Ja. So, Map-Design ist komplett anders, das schnelle Movement ist komplett anders und irgendwie können die meiste Zeit alle von allen Seiten kommen.
Ich glaube, dass das generell, und deswegen müssen wir das, glaube ich, auch anmerken, bei den positiven Punkten, dass viele Leute, die Advanced Warfare gespielt haben und davon enttäuscht waren, dass die einfach aufgrund der Tatsache, dass Black Ops 3 auch in der Zukunft spielt und auch mit Rumgespringe und Jetpack und so weiter, ja, ne, ist einfach da grundsätzlich negativ eingestellt sind. Ja. Und da muss man wirklich einfach, wir haben es jetzt natürlich schon an einigen Beispielen belegt, aber man muss, denke ich, nochmal sagen, dass es wirklich grundlegend anders ist, sowohl vom Movement als auch von den Maps, als auch von dem, wie das Ganze sich spielt. Und deswegen sollte man nicht den Fehler machen und sagen, Advanced Warfare war nichts für mich, Black Ops 3 wird es auch nicht. Man sollte wirklich seriengetreu Black Ops 3 ganz klar mit Black Ops 2 vergleichen. Und wer Black Ops 2 geil fand und damit Spaß hatte, der wird mit Sicherheit bei Black Ops 3 auch seinen Spaß haben. Ja, ich finde auch, ja, viele vergleichen es ja noch eher mit Black Ops 1, weil ich jetzt auch so nach ein paar Stunden Spielerei auch gesagt habe, es ist eher Black Ops 1. Das ist aber eher darauf basiert, wie du das Spiel spielst, wie du vorgehst im Spiel. Weil Black Ops 1 ja doch ein relativ langsameres Spiel am Anfang war, bis du erstmal so die Maps kennengelernt hast und sehr viel visiert um die Ecke laufen und halt der Flinch. Es gibt Gegner halt wieder erwarten. Den BO1 ja. Flinch. Mich nervt es mega. Das hat und mich wirklich. Damit sind wir jetzt eigentlich bei den negativen Punkten. Ja, oder? Wir können halt auf die negativen Punkte los jetzt kommen. Los geht's, Mike, bitteschön. Was halt nervt, ist halt der Rückschlag, wenn man angeschossen wird. Der Viewkick, der ist halt wieder da, dass man Gegner anschießt und die dann automatisch, obwohl sie auf deine Knie gezielt haben, einen Headshot bekommen, zum Beispiel. Das nervt halt extrem, aber das ist eine Sache von Patches, das kann angepasst werden. Ob es halt angepasst wird, ist die Frage. Das ist die Frage, also, ja. Also, es gibt ich komme mittlerweile besser klar und ich glaube, ich kann mich da auch wieder dran gewöhnen. Ich meine, Black Ops 1, da konnte ich mich auch dran gewöhnen. Aber jetzt halt so der Umstieg irgendwie, gerade nach AW, wo es irgendwie, gibt es überhaupt Flinch? So ja, das ist so ein bisschen, aber das ist halt schon eine krasse Umstellung. Ja. Und was auch, das hat mich so ein bisschen genervt beim Spielen. Ja. Was auch der Unterschied zu AW war, war, glaube ich, wenn du von AW, wenn du gesprungen bist und so, war ja dein Visier komplett still. Also du konntest ja aus dem Springen, aus dem Rutschen und so, konntest du immer ideal schießen. Und bei Black Ops 3 hast du immer so einen Nachschwung. Wenn du aufgeprallt bist, ist deine Waffe halt so nach unten gewippt zum Beispiel und hat dir irgendwie das Aim verrissen und so. Das ist halt so Gewöhnungssache, ne? Boah, ist ja auch so ein bisschen realer, also man kann ja nicht erwarten, dass er starr bleibt, oder? Ja, willst du jetzt wieder mit der Realitätsschiene kommen? Ja, nee, aber klar, ne, was ich halt komisch finde, ist, dass es keinen Perk gibt dagegen. Also ich habe nichts gesehen jetzt. Ja, das ist ja Absicht, also das sehe ich halt draußen. Ist. Ja. Was ich an sich auch gut finde, weil es war eh so ein Perk bei Black Ops 2, den hatte eh jeder dabei. So, warum Perk dann drin haben? Ja, aber ich sehe jetzt schon wieder, dass extrem viele Leute, wenn du halt auf einen aggressiven Spielstil gehst, musst du Gung-Ho und flinke Hände spielen. Einfach damit du halt aus dem Sprint am schnellsten ins Visieren reinkommst. Weil ohne, ich habe jetzt die letzten Tage ohne gespielt und das ist extrem hart, Alter. Das es gibt halt dann trotzdem noch die Leute, die eben nicht rushen, sondern eher defensiv spielen. Ja. Die brauchen dann die Perks nicht mehr, aber sobald dieses Zurückweichen, diesen Flinch, den hast du ja immer. Ob du jetzt halt rusht oder ob du jetzt halt irgendwo headklitscht, der ist ja da. Von daher war das, würde ich jetzt sagen, persönlich mit dem Perk sehe ich gerade schon nochmal ein bisschen anders. Ja, das ist auf jeden Fall stark reduziert. Ja, von also, da, ja. Also was mich gestört hat generell, wie gesagt, das ist was, wo ich jetzt keine verallgemeinernde Meinung dazu preisgeben kann, weil ich es halt nicht beurteilen kann. Könnt ihr gerne gleich auch was dazu sagen, aber bei mir war immer die Verbindung grottig. Ich habe teilweise 1-gegen-1 Waffenduelle verloren, wo ich wirklich Sekunden vorher angefangen habe zu schießen und Hitmarker über Hitmarker über Hitmarker bekomme und der dreht sich um und knallt mich weg. So. Ja, das ist aber, glaube ich, auch erstmal, na gut, kann man sagen, mal Beta, völlig unabhängig natürlich. Von verschiedenen Waffen und Stärke von Waffen und so weiter, einfach generell grundlegend hatte ich das Gefühl und ich habe auch andere Leute gesprochen, die das ähnlich sehen, dass die Verbindung eben nicht optimal war und man, wenn das nicht astrein was funktioniert hat, man immer wieder dabei. Ja, fragst du mich was. Also es war nie irgendwie was nicht grün war. Weiß ich, ja, man kann jetzt die genaue Pinkzahl anschauen im Menü. Ja. Das habe ich gesehen, aber ich habe da nicht drauf geachtet. Also okay, es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ich hatte Spiele, wo es überragend funktioniert hat, sondern ich hatte wirklich kontinuierlich eigentlich so einen Mischmasch. Manchmal hast du mehr getroffen, manchmal weniger. Würde ich mir wünschen, dass das irgendwie einfach stabil ist, auch bei Leuten, die eben eine schwächere Internetverbindung haben. Ich weiß ja nicht, woran das liegt. Ich bin da überhaupt keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Ich hatte das zum Beispiel gar nicht, muss ich sagen. Ich habe natürlich auch diese krassen Server-Lags mitbekommen. Also die Server wurden, glaube ich, waren jetzt zweimal irgendwie so gut wie down.
gut, also sowas ist aber bei einer Beta, finde ich, aber beim Spiel selbst, also ich hatte, ich habe das manchmal bei Black Ops 2, wenn ich irgendwie am PC auf einen Server connecte, der sonst wo steht, so, wo es dann ganz komisch gelaufen ist, da kenne ich das, dass irgendwie die Schüsse nicht ankommen, aber das hatte ich jetzt persönlich bei Black Ops 3 eigentlich gar nicht. Also die Schüsse sind immer gut angekommen und wenn ich gestorben bin, dann bin ich gestorben, weil die Waffe zurückgeflincht ist. Ja, das halt, es ist, ich so, das ist so eine Mischung, glaube ich, aus all den Punkten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das so extrem war mit der Verbindung, gar nicht. Also ich habe auch deutlich besser getroffen, als ich das eigentlich vielleicht vermutet hätte und so. Aber trotzdem, du hast halt wirklich so in gerade so einzelnen Waffe-auf-Waffe-Situationen gemerkt, ja, hoppla. Also ich persönlich habe es so gehabt, dass ich halt auch zwischendurch teilweise, wenn jemand rein oder raus gejoint ist, gerade in den Momenten ist es dann wirklich schwierig geworden mit der Verbindung. Und ich habe es manchmal gehabt an einem Tag, dass ich auf einen Gegner geschossen habe. Und wenn der mich getroffen hat, kam es mir vor, als wenn meine Waffe aufgehört hat zu feuern. Also das kenn ich aber. Ja, als wenn einfach die Waffe anfängt zu stottern. Ich habe ja viel mit SMGs gespielt, mit der hier, mit der Vespa zum Schluss und mit der VMP, glaube ich, wie sie heißt, habe ich gespielt. Und die haben halt so eine hohe Feuerrate, eine durchgehende. Und da habe ich das halt gehabt. Ich habe halt den Trigger gedrückt gehalten, werde angeschossen und dann geht's. Ja, da würde mich mega interessieren, ob das ein Soundbug ist oder wirklich. Ja, das würde mich auch interessieren, ob einfach zu viel gleichzeitig passiert, dass halt einfach mein Ton aussetzt, weil zu viele Explosionen oder so da sind. Oder ob halt wirklich meine Waffe irgendwie durch. Muss man im Auge behalten, das vielleicht. Weil das habe ich nämlich auch gehabt. Weil das irritiert auch voll, wenn du dann so burstest, so vom Sound her. Ja, weil du bist ja sehr auf den Sound angewiesen halt auch, ne? Und das habe ich aber anfangs bei Black Ops 2 auch gehabt und da war es eben Lag gewesen, da weiß ich, da hat wirklich die Waffe ausgesetzt. Und weil irgendwie das Spiel versucht hat, bei Spielern mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf eine Höhe zu bringen und dann irgendwo dich ausgewählt hat und deine Waffe hat dann halt einfach mal aufgehört zu feuern, um das wieder zeitlich auf einen Punkt zu bringen. Ja gut, gucken wir uns das an. Weil, das muss sich auch halt entwickeln. Das ist Beta sowas. Und das ist Verbindung, das ist bei Call of Duty Standard im Endeffekt, das ist zu erwarten und da werden wir sehen, wie viel sie im Spiel. Ich schaue das mal auf der Xbox und am PC an. Eben, ob das und, da genau so ist. Und wenn es wirklich da wieder auftritt und falls das wirklich irgendwie, dann kann man es irgendwie auch weitergeben direkt. Ja, klar. Man muss glaube ich auch dazu sagen, dass das PSN glaube ich so ein bisschen down war und, keine Ahnung, umgespannt. Alles hat auch zwischendurch. Das sowas gehört da. Das ich meine, guck mal, wie viele Leute das gespielt haben. Ja. Also, das würde mich mal interessieren, ob sie wie bei Destiny dann noch Zahlen veröffentlichen, weil bei Destiny kann's mir schon vorstellen. Alpha haben sie 6 Millionen Mann gespielt oder so, würde mich mal interessieren. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wenn ich meine Freundesliste aufgemacht habe, da waren bis auf 2-3 Leute alle in Black Ops 3 spielen. Ja, wir haben es ja auch rausgehauen, die Codes, und dann später auch noch öffentlich. Hat ja jeder 3 Codes bekommen. Eben, also es konnte eigentlich jeder gemacht. Ja, ich denke, wenn es gut gelaufen ist, bekommen wir bestimmt Zahlen. Ja, dann können wir einfach mal noch das Balancing mit reinwerfen. Halt Waffenbalancing. Ich würde, bevor wir auf einzelne Waffen zu sprechen kommen, würde ich tatsächlich erst diese Fähigkeiten, Dinger ansprechen. Weil vorhin habt ihr schon gesagt, coole Sache eigentlich. Ich denke, es wird genug Leute geben, die sagen, was soll das? Was hat das? Der Fisch hat es gesagt. Dieser Fisch hat bei Twitter mir geschrieben, was soll das in Call of Duty? Und die Frage, Pantu, was soll das in Call of Duty? Macht Spaß. Ich finde wirklich, dass es Spaß macht. Aber ist es nicht so, dass das irgendwie so das Gameplay zerstört, wenn es eine Möglichkeit gibt, quasi in den Spielfluss einzugreifen mit einer Waffe, die nicht konterbar ist? Wie zum Beispiel diese Spikes. Ja, die Spikes, die sind vielleicht jetzt wirklich ein extremes Beispiel, wobei ich glaube, dass man diese Typen im Sprung boxen kann und dann funktioniert es nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass ich das einmal hatte. Das muss ich mal noch beobachten. Also, dass man die nicht mal anschießen muss unbedingt, sondern dass man da wirklich diese boxen Insekten-Dinger, kann. Diese Insekten-Dinger oder was meinst du? Nee, diese Dinger, die da am Boden stecken. Gravity Spikes, glaube ich, meint jetzt Pain. Ja. Genau. Und ansonsten, ich meine, diese One-Shot-Pistol, es gibt ja auch andere Waffen, die mit einem Schuss oder mit einem Burst und fast genauso schnell killen, und ein Scharfschützengewehr in Quickscope macht das ja auch. Ne? Und, ist jetzt nicht übermäßig präzise. Geht es jetzt gar nicht so. Das ganze Zeug. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, die manchmal ein bisschen nerven können, wie diese Blitze, wo der halt einen treffen muss in einem Raum und alle in einem Raum sind tot.
Ist schon ja, das war für mich, also es sah so aus, wie, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich denke mal, dass quasi die Figur dann zum Leiter wird und an dem Ohr so Dinge sendet und dann, wenn du in die Nähe kommst, ich weiß nicht, wie der Radius ist, es wird einen bestimmten Radius geben, dass du dann auch sofort, ich habe da wirklich so eine Kettenreaktion gehabt, einen getroffen und dann dreimal hintereinander weggezogen, die standen alle da wie die Schnubbelpeter. Das hängt auf der anderen zusammen, Seite, wie lange du die vorher auflädst. Ich habe es nicht ausprobiert, diese Baumladen, ich nicht, ehrlich gesagt. Du kannst sie ja so schießen, Ich glaube, es ist immer so, dass die Leute in der Nähe. Ja, nein, ich meine, der Radius, wie groß der Radius ist. Weil das könnte sein. Weiß ich nicht, wozu man die aufladen soll. Das weiß ich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Weil man kann die ja echt schnell schießen oder man kann halt echt gedrückt halten und loslassen. Ja, vielleicht kannst du dann noch weiter schießen. Wobei man halt jetzt so eine Situation kannst du halt auch mit einer gut platzierten, gekochten Granate erzeugen. Das heißt, du kannst die auch reinwerfen und die explodiert in der Luft, wenn du das gut timen kannst. Also. Ja, ist halt die Frage, ob das wirklich so krass overpowered ist oder eben also, vergleichbar ist mit anderen Sachen, nur spaßiger verpackt. Ja, also ich muss sagen, alle Fähigkeiten, jetzt auch die Sense, also das Maschinengewehr im Arm, sei es Battery, sei es der Bogen, sei es die Pistole oder diese Gravity Strike. Die nervt mich aber, diese Sense. Ja, also ich finde, dass das halt Ding stark ist, ja, wie hieß das Ding? Bei Black Ops gab es auch so ein Ding, was man in die Kiste manchmal hatte. Death Machine war das. Ja, genau, so ähnlich ist das. Todbringer auch, oder? Und ja, Todbringer. Ja, dafür kriegt man es halt so oft, finde ich. Für die Deswegen, weil du kriegst, auch wenn du nichts machst, bekommst du das Ding und stellst irgendwo hin und schepperst alles weg. Das ist eben, dass du halt Dings, dass du halt nichts für machen musst und du kriegst halt trotzdem die Fähigkeit mindestens einmal im Spiel. Aber das ist noch was anderes, wo ich halt eigentlich drauf hinaus wollte, dass mich die Fähigkeiten haben mich alle nicht gestört. Wirklich, da habe ich habe mit keiner einzigen Fähigkeit ein Problem gehabt, auch mit, was ich eigentlich vorher gedacht habe, da ich mich übelst drüber aufregen werde. Auch hier Kinetikrüstung zum Beispiel, wo man halt Das Ding funktioniert ja ein bisschen wie die Weste aus ME3. Ja, also ich habe da wirklich kein, ich habe vorher gedacht, okay, das wird alles komplett ruinieren. Was ist mit den Robotern? Welche Roboter? Findest du das nicht nervig, wenn auf einmal vier Figuren dir entgegenkommen? Diese Psychos, die kann man aber gut auseinanderhalten. Also du bekommst, nachdem du eine Kugel in ein so ein Ding reingesetzt hast, weißt du sofort, ob du einen getroffen hast oder ob das muss ich erstmal drei Roboter jeweils anhitten, damit ich merke, wer der echte ist. Da bin ich schon längst tot in der Zeit. Nein, aber ich meine, insgesamt hat mich das nicht genervt. Was mich genervt hat, war Reject. Und da ist die Frage, findest du es zu stark oder wirklich nur nervig? Nein, was mich bei Reject stört, ist nicht mal die Tatsache, dass er sie wiederbeleben kann, nicht mal die Tatsache, dass oder dass er wegspringen kann und mich dann killen kann, das ist ja alles im Endeffekt mein Fehler, so, dass ich ihn nicht verfolgen kann. Was ich hasse, ist, dass er Punkt 1 dafür keinen Tod kassiert auf seiner Statistik und Punkt 2 halt seine Score-Streak komplett behält. Und deshalb ist das so nervig, weil so extrem viele damit spielen werden, damit sie ihre hohen Score-Streaks kriegen. Also es muss irgendwo, muss es eine Strafe dafür geben, dass du verkackt hast und gestorben bist. Was mich? Und dann gehst du halt raus und wenn du gut platziert bist, dann hast du halt einfach so eine zweite Chance. Ich finde das nerviger als zweite Chance. Was ich sage, ich finde auch, dass man die relativ, also ich finde, die kann man eigentlich relativ gut aufhalten so. Du siehst ja dann, okay, die beleben sich wieder. Was mich fast am meisten daran stört, ist, dass der Spielfluss so komplett zerstört wird. Hm. Wenn du gerade irgendwie am Rushen bist, auf dem Weg bist zum halt Gegner, warten, den wegholst, dann musst du warten. Du musst warten, bis der Typ wieder sich wiederbelebt hat. Oder du bist machtlos. Es ist nicht so, dass der immer zur gleichen Zeit, sondern das dauert, bis er selbst drückt. Du weißt nicht, wann er drückt. Ja, und dann ist dieser grüne Rauch da. Also ich finde dieses Ding grauenhaft. Bis dahin hat recht auch einigen Leuten, mit denen ich gespielt habe, aus der Seele. Das ist wirklich schrecklich. Da lache ich mich tot über Eliminator und wie heißt das, Second Chance und sowas. Mhm. Also ganz ehrlich, so das war ja harmlos gegen diese Scheiße, diese uns da jetzt um die Ohren dann vielleicht haben. Seinen geilen Moment im Gegnerspawn verpassen, weil du irgendwie nochmal in einer Ecke rumhängen musst und warten musst, bis sich der wiederbelebt. Und was mir gut gefallen würde, wäre, wenn dieses Recheck nur funktioniert, wenn man von Spezialistenfähigkeiten oder Waffen getötet wird. Ja, genau da, wo es dann eben nicht funktioniert. Naja, wenn du aber auf hohes Streak spielen willst, auf Nuklear oder so, und dann eben von der One-Shot-Pistol weggeholt wird und der Typ dich in einem normalen Zweikampf nicht erledigt hätte, dann hast du halt die Möglichkeit, aus so einer Situation rauszukommen und dich wiederzubeleben. Und wenn du ganz normal gekillt wirst in einem Zweikampf und der halt einfach im Zweikampf besser war, dann finde ich, sollte man sich nicht unbedingt wiederbeleben können. Da gab es ja bei Hardline gibt es ja den Wiederbelebungspin. Da gab es ja damals in der Beta auch so Stress, weil du halt wirklich dich killen lassen konntest und dann hast du 10 Sekunden Zeit gehabt oder so, Wiederbelebungspin, und hast jedem im Rücken reingeschossen.
Und das haben die aber ganz klug geregelt dort, dass du dann später den Wiederbelebungspin nur benutzen konntest, wenn du, ich glaube, durch Explosionsschaden gestorben bist oder wenn du irgendwie überfahren wurdest, konntest du den benutzen. Und bei Call of Duty kannst du es ja genauso machen. Du kannst den nur benutzen, sag mal, wenn du durch Kopfschuss getötet wirst oder durch eine Granate getötet wirst oder durch eine Spezialistenfähigkeit, kannst du das Ding nicht mehr benutzen. Also sag mal, wenn dein Körper zerrissen wird. So, wenn dein Kopf weg ist oder wenn dein Körper halt zerrissen wurde, kannst du das Ding nicht mehr benutzen. Und dann wäre schon ein geringeres Problem. Aber jetzt gerade in der Beta war halt das Problem, die Fähigkeit in Kombination mit der M8A7, so er belebt sich wieder, springt, ein Burst und ich bin tot und ich habe also keine Chance. Deswegen finde ich meine Idee so toll. Ja. Sollten sie umsetzen. Ich finde die Idee von Fantoo auch gut, weil da muss was getan werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so, wie wir es in der Beta erlebt haben, dass das im finalen Spiel so auch drin ist. Weil sonst ist der Flame einfach zu groß. Weil klar werden jetzt vielleicht Spieler sagen, die jetzt schon ganz toll auf YouTube ihre Nukleas hochgeladen, wo sie dreimal diese Funktion genutzt haben in einem Gameplay. Dreimal ja, das ist ja noch das andere, wie schnell sich das Ding auflebt. Und ich habe auch Nuklear gesehen und der hat halt nach 3 oder 4 Kills hat er schon wieder das Ding voll gehabt. Eben, und das sind das halt kann, das kann Treyarch auch nicht wollen. David Wonderhaar halt. Und so, ich wette, dass der so viel Liebe in seine ganzen Spezialisten steckt und der hat auch keine Lust, dass dann 90% mit dem spielen. Da gab es teilweise Lobbys, wo du am Startscreen halt nur diesen Recheck. Ja. Nomad ist es, glaube ich, oder? Wo du nur den halt gesehen hast. Nomad ist der mit Zeitsprung. Nomad dann war Prophet? Zeitsprung. Oder wie heißt der denn? Prophet war mit Punkte und Dings. Hieß also der doch. Denn, Mann? Keine Ahnung. Halt der Nein, mit Taichi Ding. Sagt, der hieß Nomad. Ja, hieß er. Dann hieß er so. Und wenn dann irgendwie alle Lobbys so voll sind, das kann ja keiner wollen. Also ich habe da schon gut mich geärgert, weil ich halt, wie gesagt, ich schieße den runter und dann weiß ich sofort, okay, grüner Nebel, der belebt sich jetzt wieder und dann war ich schon tot. Also ich, selbst wenn ich genau an der Stelle, wo ich ihn niedergeschossen habe, draufgeschossen habe, da war der dann nicht mehr. Okay, sofort also das habe ich jetzt so nicht wieder. Also ja, weil du weißt ja nicht, wann er sich wiederbelebt. Ich baller ja, mein ganzes Magazin ganz weg und dann weg. Kommt er. Du gehst ein bisschen zurück, wartest, bis er da rausspringt und dann holst du ihn dir. Ja, wartest, bis er da rausspringt. Ich habe es, wie gesagt, gerade in Verbindung mit diesen ganzen Connection-Problemen, ist es wirklich grausam gewesen teilweise. Ich schieße den Typ nieder, ja. Eigentlich muss er ja tot sein. Nein, er belebt sich wieder. Okay, dann hat er aber scheinbar wieder volles Leben, springt irgendwo raus und knallt mich so ganz locker weg. Ja. Hatte ich auf dieser Schneemap zum Beispiel da eine Szene so. Der eine, der war, ich habe ihn in den Rücken geschossen, dann ist er in den Boden gegangen. Okay, dann habe ich gedacht, gut, dann wird er gleich da wieder rauskommen, nix. Ey, der hätte in der Zeit noch einen Schneemann bauen können auf dieser Map und hätte danach mich noch abgeschossen. Also da ging wirklich nichts für mich. Mich hat dieses Ding extrem gestört. Dieser Nebel war auch schon dumm, weil da weißt du nicht genau, wo er hinspringt. Und wie gesagt, der hat danach noch volles Leben und verliert seine Streak nicht. Also irgendwas muss da gemacht werden, dass das Ding schwächer wird. Ja. Meiner Meinung nach. Dass man vielleicht sogar die Streaks verliert, wa? Nee, sogar nicht, Streak, aber das wäre halt das Mindeste. Gehst down, dann gehst du down. Ja, entweder sagst du halt 50%, also nicht direkt alles. Sagen wir mal 50% oder 200 Punkte glatt, weißt du? Bob, 200 Punkte runter, das sind 2 Tode, weißt du? Dass du die halt verlierst. Aber irgendeine Bestrafung muss es dafür geben, weil in erster Linie bist du ja tot, weil du Kacke gespielt hast. Ganz einfach. Ja. Mike hat es jetzt schon angesprochen, in Kombination mit der M8. Fantoo hat, glaube ich, auch ein paar Tweets rausgehauen, die so in die Richtung gingen. Also mein Eindruck war auch, dass das so die Waffe war, wo die Leute dann am Ende nur noch gespielt haben, wo du gesehen hast, okay, Dreierburst, zack, nochmal. Vierer, ja. Also so schnell wie, oder Viererburst. Also so schnell, wie du da weggeschossen worden bist. Ich habe am Ende wirklich gesagt, wenn ich gewusst habe, okay, da ist ein Gegner bei mir im Team drin, der das Ding hat, dann habe ich mich nur noch irgendwo in der Ecke verkämpft. Weil egal, wo ich rausgelaufen bin, weg. Ja, das Coole war ja, du hast ja, wenn du die Waffen auswählst, hast ja diese Statistiken, diese Balken, Feuerrate, Schaden und so. Und das Geile war, ganz zum Schluss hast du ja die JR2 oder wie sie hieß, dieser automatische 3-Burst freigeschaltet. Ja. Und die hat laut Statistik dort mehr Schaden und eine höhere Feuerrate gehabt und die waren beidem schwächer gewesen, das war halt das Geile. Ja, die sind ja immer. Ja. Komisch, ist ja bei allen Spielen so. Die Statistiken da in-game. Hast du dieses 3-Schuss-Sniper-Gewehr mal gespielt? Das soll aber mega scheiße sein. Hast du es getestet? Ich habe das Gameplay von gesehen, aber es sah ganz lustig aus. Ich habe auch so eine Burst-Pistole, die mir extrem stark vorkam. Ich habe eine Runde Suchen und Zerstören gehabt, wo einer nur mit der Pistole immer sofort die Leute wegholt. Da war einer, der hat den 3-4 Mal mit einer normalen Maschinenpistole angehittet und dann hat er trotzdem Burst weg.
Also fand ich auch stark. Die du danach bekommen hast, diese vollautomatische, die war so noch ein bisschen krasser, mit der ich Triple Sprays bekommen und was nicht alles, weil das so diese 0K40 war, sozusagen. Weil die hat auch gut Schaden gemacht, aber allgemein fand ich, dass bei dem Spiel schon wieder stark die Gefahr läuft, dass die Sturmgewehre insgesamt stärker werden als die Maschinenpistolen, und zwar in allen Reichweiten. Also ich habe sehr viel mit Maschinenpistole, sehr viel mit der Razorback und mit der Vespa gespielt und mit der Kuda hieße, glaube ich, die erste, die man hatte. Mit der habe ich sehr viel gespielt und es kam mir so oft vor, dass ich im Nahkampf gegen eine Manowar, die halt einfach eine extrem schwache Feuerrate hatte, gegen die einfach abgekackt bin, weil die mehr Schaden raushauen können. Die Vespa ist so nice. Ja. Ja. Also Balancing muss auch noch was gemacht werden. Ja. Aber halt, das ist jetzt keine Dings Überraschung. Ist, entweder die Maschinenpistolen. Die machen halt in einem halben Jahr machen die noch was am Balance. Ja, also die Razorback ja, hat insgesamt schon eine krasse Reichweite, also bei der muss nicht mehr viel passieren, aber bei den anderen Maschinenpistolen, die müssen entweder stärker werden im Nahkampf oder halt die Sturmgewehre müssen insgesamt ein bisschen abgeschwächt werden auf nahe Distanz, finde ich. Pumpe hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, da habe ich auch gesehen, der da den Kilometer lang das Ding weggeschossen. Da kannst du Leute wegholen, das ist der Hammer, ey. Nutzt wieder hier die Vorteile aus, ganz klar. Ja. Was haben wir sonst noch für negative Aspekte, die wir jetzt unbedingt nennen müssen? Mir fällt jetzt spontan... Kommt erst im November raus. Ja, das ist natürlich ein ganz negativer Aspekt. Wir haben auf jeden Fall alle Bock drauf auf das Game, ne? Also jetzt nicht so wie bei Hardline nach der Beta, wo alle gesagt haben so, ich... So, sondern nee, ich habe also ich kenne auch Leute, die sagen nach dieser Beta, das ist nichts für mich. Ja. Das muss man schon dazu sagen, so ist es nicht. Dass nein, jetzt alle da freudestrahlend rausgehen, aber es wirkt also für mich tatsächlich so. Auf Facebook. Es wirkt für mich so, als ob doch ein Großteil der Leute, selbst die negativ eingestellt waren, wo ich mich ja voll dazu zähle, jetzt ein positives Gefühl haben und bestärkt sind in der Sache, sich das Spiel zu kaufen. Weil das ist ja immer so eine Gefahr bei einer Beta und ich glaube, dass es bei in diesem Fall hier eigentlich sehr gut funktioniert hat, dass man mehr Leute davon vielleicht überzeugen kann, dass das was taugt und dass man es sich holen soll, anstatt Leute dafür da abzuschrecken. Ich meine, wer keinen Bock auf Rumgespringen und so weiter hat, der wird auch nie damit warm. So. Ja. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch unsere Wünsche. Was richtig, wir uns weil ansonsten, wie gesagt, wenn es sonst noch negative Sachen sind, die jetzt jemand von den Zuschauern noch einbringen will, unten in die Kommentare sofort rein damit, wenn wir noch irgendwas vergessen haben oder was uns jetzt nicht mehr so präsent war. Mich hat zum Beispiel noch gestört, um das noch loszuwerden, dass einige von den Luftstreaks halt einfach nichts reißen. So, ich setz einen Donnergroll weg, nichts geholt. Da ist die Verzögerung von wo du den setzt, bis die Dinger da sind. Das ist einfach viel zu lang. Das dauert viel zu lang. Weil du orientierst dich ja an den roten Punkten irgendwo, um dann zu treffen. Und bei Black Ops 2 oder ich glaube bei Black Ops 1 war das Ding direkt da und hat direkt losgefeuert im Endeffekt. Und da ist halt gar nicht. Wäre natürlich cool, wenn irgendwie noch sowas wie ein Napalm Strike kommen würde. Bei dem fand ich immer sehr, den habe ich immer krass gefeiert bei Black Ops 1. Ja, aber was wir uns fürs fertige Spiel wünschen. Ich habe eigentlich nur zwei Sachen, die ich gerne sehen will. Auf jeden Fall, das hatten wir ja vorhin schon privat besprochen, Wager-Matches. Also Wettspiele müssen wieder kommen, auf jeden Fall. Unbedingt. Auch mit dieser Wetterei. Also ja, das war ja bei, wo waren das weg? Bei Ghost gab es das auch nicht mehr, oder? Ja, mit der Währung, dass man wirklich Einsätze hat und so. Und dann halt auf jeden Fall Gun-Game muss auf jeden Fall kommen. So Stock und Stein, ich weiß nicht, ob sie wieder so ein Crossbow, können sie ja theoretisch mit dem Dings, mit dem... sperrbar machen, ne? Mit dem Sparrow. Könnten sie ja Stock und Stein ja, eigentlich machen. Eigentlich ganz witzig, ja. Da hätte ich schon Bock drauf. Und was ich persönlich noch haben will, ist für die Waffentarnung, hast du jetzt diese 64-Layer-Ding, was du dir irgendwie so selbst zusammenstellen kannst und so. Ich fände es ganz geil, wenn es da einfach eine Kopier- oder eine Teilen-Funktion geben würde. Ja, wenn irgendwie ein Kumpel eine coole Tarnung hat, dass ich halt bei dem aufs Profil drauf gehe und mir die kopieren kann und bei mir draufziehen kann. Also ja. Die versuchen das anscheinend umzusetzen. Ja, weil das war eben bei Black Ops 2 hat man immer so coole Embleme gesehen und so, da musste man sich online irgendwie so ein Tutorial angucken und es hat eine halbe Stunde gedauert, bis man sich dann eine vernünftige irgendwie zusammengebaut hat. Verstehe ich, aber man sollte den Ersteller dann trotzdem schützen, dass der sagt, selbst entscheidet, ich gebe es frei für andere oder nicht. Ja, natürlich, das ist ja ein Ja und Nein, willst du teilen oder willst du nicht teilen, ne? Ja, aber das wäre halt eine coole Funktion, finde ich. Taichi, was wünschst du dir noch? Außer ein weitere 100-plus-Gameplays zu reißen? Mit Spawn-Trapping.
mit Spawn-Trapping und Ignorieren der Objectives, ja. Hasse ich eigentlich auch. Und so ein Gameplay zeige ich hier, schrecklich. Aber es 100 plus, schreibe ich einen Titel. Geil. Nee, also ich würde mir auch vielleicht so das mit den Tarnungen so wünschen. Das finde ich extrem cool, da kann man so viel drüber auch machen, mit den Tarnungen generell. Ansonsten Plünderer vielleicht früher freischalten. Ich habe immer Munitionsmangel, richtig schlimm. Ja, ansonsten eigentlich so erstmal gehypt, würde ich sagen. Der Hype ist ich real. Hätte gerne noch einen Söldner-Team-Deathmatch-Modus. Ich ja, auch. Der wird kommen, auf jeden um Fall. Um Gottes Willen, bitte. Der wird definitiv das so kommen. Ich glaube, oder fand das so anstrengend am Ende während der Beta. Ja. Aber ich meine, hatte nicht Wonderhaar irgendwas gesagt, dass sie so viele Spielmodi geplant haben und so und dass auch Söldner so viel geplant haben? Ich fände es schon geil, wenn sie für jeden Spielmodus im Endeffekt ein Söldner-Ding machen würden. Söldner Herrschaft, Söldner Team Deathmatch und ich wäre schon mit einer Mosh-Pit-Liste zufrieden. Ja. Hauptsache Söldner wieder. So, Söldner Abschluss bestätigt, ist so das, was ich dann gerne hätte. Weißt du, weil ich halt Abschluss bestätigt am liebsten spiele und der Spielmodus halt jetzt in Black Ops 3, dadurch, dass man zum Beispiel die Tags so aus der Luft rausholen kann diesmal. Das hat man ja bei so Black Ops 2 oder so, wenn einer aus dem Fenster rausgesprungen ist und du hast den irgendwie abgeknallt und musstest sie jetzt mal hinterher springen, weil du ansonsten von unten von der ersten Etage nicht rangekommen bist, dass man die jetzt holen kann. Aber auf jeden Fall Potenzial. Auch noch. Ja, ansonsten geht man die Frage halt auch direkt weiter an die Zuschauer. Was hättet ihr noch für Wünsche? Jetzt mal abgesehen von guten Zombie-Modus und sowas oder irgendwie eine Kampagne, die interessant ist und Spaß macht, die kann man ja auch im Koop zocken. Das ist zum Beispiel was ich sehr cool finde, da freue ich mich drauf, weil ich normalerweise nie mir die Kampagne gebe oder die Story spiele, sondern ich habe einfach die Motivation, nicht alleine das zu spielen. Wenn ich da aber drei Mann noch nebenbei mit drin habe, mit denen ich kommunizieren kann und zusammen das zocken, dann ist das schon wieder was ganz anderes. Ja. Ach, siehst du, fällt mir gerade ein, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diese Spezialisten nochmal irgendwie optisch anzupassen? Ja. Dass man den, ja? Wird kommen. Das würde ich gerade sagen, das wäre noch was, dass du irgendwie die Ausrüstung oder die Farben wenigstens ein bisschen verändern kannst, weil wenn du ein ganzes Team mit diesen Prophets oder mit den Nomads hast, das sieht halt echt behindert aus, wenn wieder... Jetzt hast du 12 Mann zur Auswahl und dann rennt trotzdem das ganze Team irgendwie 4 Mann mit derselben Tarnung rum. Ja, finde ich aber besser als hier dieses Mike völlige Pink Chaos rum. Bei Advanced Warfare. Ja, Warfare, aber hallo, Alter. Strahle weiß. Gut. So ein schwarzer Prophet da, komplett in weiß. So hier, wie heißt er hier von Will Smith, der Sohn, der dann diesen weißen Batman-Anzug zu der Hochzeit von den Kardashians da gegangen ist. Genial, wir sind so weit, dass wir jetzt nicht mehr on topic sind und da sollten wir dann noch aufhören. Absturz. Mike, wir brauchen noch einen Hashtag. Ich habe hier nichts rumliegen. Ja, du sollst auch nicht immer irgendwas nehmen, was bei dir auf dem Tisch steht. Nimm doch einfach mal was zum Thema passt. Wie wär's? Hashtag Reject stinkt. Okay. Teile ich auch die Meinung, deswegen lassen wir das gelten. Reject stinkt als Hashtag für diesen Talk. Und wie gesagt, eure Meinungen auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn ihr selbst gespielt habt. Gerne auch die PC- und Xbox-Leute, die gerade dran sind. Und Heute Nacht geht's los. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also stimmt. Wenn das Video hochgeht, dann werden die gerade dabei sein zu spielen und können vielleicht auch schon die eine oder andere Sache dazu sagen. Oder auch wenn jemand dieses Video halt später anguckt, einfach seine Erfahrungen mit der Beta, die er gemacht hat, gerne teilen, was er gut fand, was er nicht so gut fand und was er sich fürs finale Spiel wünscht. Und wichtig natürlich auch, ob ihr euch das jetzt holt. Hat die Beta euch überzeugt oder nicht? Ganz klare Sache. Ich glaube, bei uns ist das keine Frage. Ja. Von daher, wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Schlachtfeld. Ich hoffe, einige von euch da draußen dann auch mit dabei. Und ich sag's mal, wie der Bandit das gesagt hat in seinem Kommentar. Call of Duty ist zurück, würde ich so unterschreiben. War aber eigentlich auch nie wirklich weg. Nur ist es, und das war's immer, Geschmackssache, ob man rumspringen, rumfliegen mag oder nicht. Ganz meine Meinung. So ist es. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Hashtag Reject stinkt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Danke an Fantu, Mike und Teichman. Ciao. Sehen. Im November dann Talk zum finalen Spiel. Okay. Da habe ich verraten, dass du deine Talks nicht instant hochlädst.